Ich komme aber vom Dorf, also da ist das halt alles noch ein bisschen verpönter als hier in so einer Großstadt wie Köln. Deshalb habe ich mich selber auch damit sehr schwer getan, dachte, es ist nur eine Phase, das geht wieder weg. Also wie man halt wirklich so denkt, wenn man es nicht anders kennt. Ja, richtig geoutet, das kam dann wirklich erst, nachdem ich mit mir selber im Reinen war. Ich hatte sogar eine Freundin von 18 bis 20, nur halt irgendwie den Schein zu wahren. Naja, du bist es halt eben nicht. Mit 21 habe ich mich dann bei meiner Familie geoutet, nachdem ich dann halt wirklich mit mir im Reinen war. Und ja, habe mich dann auch wesentlich besser gefühlt und konnte dann endlich mal ein richtiges Leben leben. Eine schlichte Erfahrung in dem Sinne, dass wenn man irgendwann in einer Jungsgruppe ist und nicht anfängt, ja, über Mädchen zu reden, über Titten oder was weiß ich, irgendwie sowas, dann wird man halt irgendwie, hey, bist du schwul oder was, hey, bist du ein Schwuchtel oder sonst irgendwie sowas. Ne? Also das sind dann halt diese Sprüche, die man halt eben bekommt, wo man dann halt eben aufpassen muss. Also habe ich halt eben aufgepasst, okay, lass es jetzt nicht halt irgendwie näher an dich ran, versuch den Schein zu wahren, du bist hetero wie alle anderen. Naja, was mich da wirklich halt auch geprägt hat oder halt eben, womit ich viel konfrontiert worden bin, ist wirklich halt quasi eben in der Schulzeit oder halt eben auch noch, wenn man ein bisschen aufgewachsen ist, die Homophobie. Die, finde ich, ist immer noch viel zu stark vertreten, auch gerade halt irgendwie auf dem Schulhof oder halt eben dieser jüngeren Generation halt eben noch. Also ich finde, das ist ein Thema, was ich wirklich sehr stark aufgreifen würde, was mich auf jeden Fall beschäftigen würde, wo ich versuchen würde, nochmal irgendwie was zu erreichen.